Oh, toll. Draußen scheint bei mir die Sonne und hier regnet's. Ja, willkommen, liebe Freunde, wie zu einer weiteren Folge Gothic Nostalgic Edition, die Nacht des Raben. Ja, das ist die Folge 9. Ich konnte jetzt anschließen. Wer die Folge 7b nicht gesehen hat, dem würde ich doch nochmal raten, die anzugucken, weil ein neues Update aufgespielt worden ist und man musste es nochmal von vorne beginnen, das Spiel. Das habe ich dann in 7b gemacht und es so zusammengefasst, dass man sehen konnte, ah, da ist was Neues. Und zur 8. Folge, also die 8. Folge ist ja auch schon on gewesen und das ist jetzt die 9. Folge, die dann wirklich an der 8. Folge anschließt mit den Neuerungen und Erweiterungen, die jetzt wirklich komplett zu sehen sind. Das sind aber auch Dialoge, die auch aktiviert worden sind, wenn ich zum Beispiel, ja, es regnet, das ist so ein dummes Wetter, die zum Beispiel dann eintreten, wenn da hinten dieser Matt wieder, ja, ich weiß, der Matt, einige finden ihn spinnert, andere okay, aber ich finde die Option immer weiterhin noch gut und ich finde, dass Falugify auch die Geschichte gelassen hat mit Matt. Also, neu ist, wir gehen auf ihn zu. Hey Mann, neu hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wenn du nichts dagegen hast, komme ich ein Stück mit. Du kannst sicher einen Freund brauchen. Dann spricht er ihn an. Dann spricht er mich Matt automatisch an. Entweder kann ich sagen, verpiss dich, oder warum nicht, komm mit. Wenn ich sage, verpiss dich. Verpiss dich. Bist heute nicht so gut drauf, was? Ich glaube, ich komme mal besser mit. Dann kommt er trotzdem mit. Also, das ist schon so eine Nervgeschichte. Dann aktiviert sich natürlich wieder das Menü, was wir schon vorher besprochen haben. Doch, es hat hier noch einige Sachen mehr im Menü, und zwar Ausrüstung. Und zwar kann man ihm Klamotten geben, Waffen geben und Munition, alles Mögliche, Tränke und Gold nehmen. Wenn das irgendwann mal mir passieren sollte, werde ich auf jeden Fall darauf näher eingehen. Und Mods Stufe aktualisieren, das hat man schon gesehen. Warte hier, geh zurück zum Markt außer Sichtweite. Und die Taktiken können wir dann auch hier aktivieren oder ausschalten. Dann gibt es hier noch einen Level Change, näher nach Commit bringt. Achso, ja, den gab es glaube ich auch schon. Ja, das ist das. Ich möchte aber nicht, dass er mitkommt. Ich brauche dich nicht mehr, Ich brauch dich nicht mehr. Klar. weil ich erstmal selbst so ein bisschen auf eigene Faust. Corinnes, ach Corinne, sag ich schon. Ja, ist doch Corinnes. Erkunden will. Wir gehen als erstes zu Matteo, um eine neue. Quatsch, das ist ja Hanna. Hanna. Ach ja, apropos Hanna, wir haben sie ja schon Hey, angesprochen. du. Wer übernachtet hier zurzeit? Das sind die Söldner. Ich darf aber mich nicht an ihren Sachen vergreifen. Und ich habe was Neues gesehen. Und zwar folgendes. Ist hier aus Sanitärschutzgründen, wenn ich es mal so sagen darf, steht hier ein Waschzuber. Ja, also er ist richtig schön groß. Den wollen wir mal benutzen, weil ich fühle mich nicht so sauber heute. Gehen wir mal rein. Okay. So, ich habe nichts gemacht, ich habe nur einmal geklickt. Er ist einmal kurz reingegangen und hat sich reingelegt. Da wäre es doch schön, wenn man da irgendwie was machen könnte, so von wegen ein Erfahrungspunkt oder oben drüber so, oh, Velaya, toll. Erinnert mich an die alten Zeiten. So nach dem Motto. Ja, das ist auch ein Gimmick. Kanta habe ich eingesperrt. Sarah steht wieder an ihrem Stand oder hat immer schon an ihrem Stand gestanden. Unerlaubtes Eindringen zu verhindern. Und jetzt gehen wir mal Möglich ist alles. hin und her. Nee, jetzt gehen wir mal zu Watras. Da gibt es nämlich wieder eine kleine Variation von mir. Ja, ich gehe mal weiter weg, sonst kann man mich schlecht hören. Ich habe ja mit Kavalon die Banditen in der Banditenhöhle genatzt. Und in der ersten Version, also vor dem Update, habe ich den Brief geöffnet und diesmal habe ich ihn geschlossen gelassen. Und Watras werde ich den jetzt übergeben. Hey du,
Und es wird noch viel schlimmer. Ich kann sagen, Kavalon hat mich zu dir geschickt. Erzähl mir was über dich. Ich habe einen Brief für dich. Ich will mich dem Ring. Das kennen wir. Ne? Also, gehen wir erstmal auf Kavalon Sachen ein. Kavalon hat mich zu dir geschickt. Und was hat er dir erzählt? Er sagt, ihr braucht dringend mehr gute Leute. So. Also willst du dich uns anschließen, mein Sohn? Ja, nee, nicht so viel. Ich gebe ihm erstmal Kavalons Brief. Ich habe hier einen Brief für dich. Für mich? In der Tat. Das ist eine wichtige Botschaft, die du mir da übermittelt hast. Ich frage mich, wie du an diesen Brief gekommen bist. Ja, und jetzt könnte man sagen, ich habe ihn einem Banditen abgenommen oder von Kavalon dem Jäger. In meiner ersten Version habe ich die Option genommen, aber jetzt nehme ich mal eine andere Option, ne? Kavalon dem Jäger. Von Kavalon dem Jäger. Kavalon? Wo ist er? Er sagte mir, ich solle dir ausrichten, dass er es nicht mehr geschafft habe und auf dem Weg zum Treffpunkt sei, was das auch immer heißen mag. Ich sehe, dass du Kavalons Vertrauen gewinnen konntest. Das spricht für dich, mein Sohn. Der erzähle ich gar nichts mehr. Das ist schön. Jetzt könnt ihr noch sagen, erzähl mir was über den Ring des Wassers. Ich will mich des Ring des Wassers anschließen. Ich habe noch mehr Steintafeln für dich. Ja. Ich habe noch eine Steintafel für dich. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Das bringt nämlich ein paar Heiltränke. Und anschließend will ich mich hier noch nicht. Ja, dann haben wir Batras auch schon mal. Und... ja, bei Turben habe ich so weit eingeschleimt, dass ich mir den Segen geholt habe. Und ich könnte jetzt sozusagen fragen, ob er mir hilft, Schlösser zu knacken. Das geht noch nicht, obwohl ich 20 Lernpunkte habe. Kannst du mir beibringen? Ohne dich würde ich wahrscheinlich meinen Lebtag lang an Lema zahlen. Ich werde dir beibringen, was du wissen willst. Richtig. Kostet mir 10 LP, also 10 Lernpunkte. Wie schon gesagt, gucken wir mal eben aufs Charakterprofil. Oh, 30 Lernpunkte. Schön. Ja, dann werden wir das machen. Bring mir bei, wie ich ein Schloss knacken kann. Du brauchst nur einen Dietrich. Wenn du ihn im Schloss vorsichtig nach rechts und links bewegst, kannst du den Mechanismus aufhebeln. Aber wenn du ihn zu stark oder zu schnell in die falsche Richtung bewegst, dann wird er dir abbrechen. Je geschickter du wirst, desto weniger Dietriche brauchst du. Das ist eigentlich schon alles. Ja, das ist doch schön. Gucken wir mal eben nach, ob wir überhaupt Dietriche haben. Ja, 5 Stück sollte erstmal reichen. Ich war früher, jetzt muss ich euch mal eine Anekdote von mir erzählen, ich war früher der Meinung, als ich allererstes mal Gothic gespielt habe, und ich gehe jetzt eine Runde schlafen, und das mit diesen Schlösserknacken mitbekommen habe, war ich der Meinung, vorsichtig Schlösser zu knacken, indem man langsam auf die Tasten drückt. Also nicht so drauf kloppt, sondern langsam, wenn ihr versteht, was ich meine. Also vorsichtig die Tasten drücken, ist natürlich Quatsch. Ja, Matteo, ich wollte eigentlich zu dir. Ich mal fragen, was er über Paladine weiß. Was weißt du über Paladine? Seit die Kerle in der Stadt sind, habe ich nichts als Ärger. Als ich letztens ins obere Viertel wollte, halten mich doch glatt die Wachen auf und fragen mich, was ich da zu suchen habe. Und? Natürlich haben sie mich reingelassen. Ich habe meinen Laden schon in der Stadt gehabt, da haben die meisten von diesen Wichtigtouren noch mit Holzschwertern Schweine gejagt. Und gestern kommen die Mistkerle zu mir und beschlagnahmen die Hälfte meiner Ware. Naja, also, die haben die Ware beschlagnahmt, aber diesen Dialog hatten wir schon in älteren Folgen gehabt. Die Paladine haben deine Ware beschlagnahmt? Alles, was ich bei mir im Hinterhof gelagert hatte. Sie haben einfach eine Wache vorm Hofeingang platziert. Ja. Wenn ich Glück habe, nehmen sie nicht alles mit. Zumindest die Rüstungen werden sie wohl da lassen. Und auch aus diesem Grund habe ich bei Torben Schlösser knacken gelernt. Jetzt fragen wir mal eben, ob er mir helfen kann. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Was? Was willst du denn da? Ich habe eine wichtige Nachricht. So. Hast du schon versucht, an den Wachen vorbeizukommen? Ich glaube, den Versuch kann ich mir sparen. Da hast du vermutlich recht. Ich weiß ja nicht, wie wichtig deine Nachricht ist. Und es geht mich auch wohl nichts an.
Aber selbst wenn du ihnen erzählen wolltest, dass im Hafen gerade ein Schiff voller Orks anlegt, würden sie dich wegschicken. Weil sie ihre Befehle haben. Ich habe so einiges gehört. Ja, auch diesen Dialog haben wir schon mal in älteren Folgen gesehen. Was verkauft er denn? Was verkaufst du? Ich kann dir alles anbieten, was du brauchst, um in der Wildnis zu überleben. Waffen, Fackeln, Proviant und sogar Rüstungen. Ich habe da noch ein ganz besonderes Stück auf Lager. Eine doppelt gehärtete Rüstung aus Snapperleder. Noch ungetragen. Interessiert? Ich habe da meine eigene Meinung. Ja, kostet, ne? Kostet 250 Gold. Überlege ich mir noch. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich. Also kannst du mir jetzt helfen, ins obere Viertel zu kommen? Scheint dir ja echt wichtig zu sein. Die Frage ist, wie wichtig ist es dir? Wie meinst du das? Ich kann dir schon helfen. Immerhin bin ich einer der einflussreichsten Leute hier. Aber das hat seinen Preis. Ist das wirklich wahr? Ja. Wie genau kannst du mir helfen? Was verlangst du für deine Hilfe? Wie genau? Will ich mal wissen. Wie genau kannst du mir helfen? Ganz einfach. Ich werde meinen Einfluss dafür einsetzen, dass du bei einem der Handwerksmeister hier als Lehrling aufgenommen wirst. Als solcher bist du praktisch Bürger der Stadt und kommst ins obere Viertel. Außerdem verdienst du noch was dabei. Ja, das soll es ja auch so sein. Ui, jetzt wird es mehr und mehr. Dann fragen wir mal, was... Was verlangst du für deine Hilfe? Genau. 100 Goldstücke. Als Abschneider, das ist aber eine verdammte Menge. Das nehme ich mal. Das ist aber eine verdammte Menge. Ups. Reg dich ab. Es ist ja nicht dein Gold, das ich im Sinn habe. Sondern? Im Grunde ist es mein Gold. Gritta, die Nichte des Tischlers, hat seit Ewigkeiten ihre Schulden bei mir nicht bezahlt. Aber die kleine Göre rennt ständig in neuen Kleidern rum. Das heißt, sie hat das Geld. Ich würde es ja aus ihr rausprügeln, aber Meister Torben, der Tischler, ist auch ein sehr einflussreicher Mann. Beschaff mir das Geld und ich werde dir helfen. Das hört sich nach einem Plan an. Da würde ich mal sagen, dann gehen wir mal erstmal zur Gritta. Ich habe mir das schon gedacht. Gritta. Ach ja, diese Modegöre da. Ist das herrlich. Dann werden wir mal sie ansprechen, aber auch speichern. Oh, hier gibt es eine Buchkommode. Wir lesen. Jagd und Beute und sonst nichts. Keine Erfahrung, nichts. So, Gritterchen. Ich komme von Matteo. Du schuldest ihm noch Gold. Er will sein Geld? Wofür denn? Er hat mir fehlerhafte Ware geliefert. Schlechter Stoff und schlechte Nähte. Hast du mal die Farben gesehen? Das sind nicht die Farben, die ich bestellt habe. Das ist Betrug. Ich sage dir, damals, als mein Mann noch lebte, hätte er sich das nicht getraut. Oh, mein armer Mann. Dafür gibt's die Reklamation und man behält das Zeug nicht einfach. Was war er doch für ein guter Kerl. Gut aussehend, fleißig, ein Kavalier der alten Schule. Wir hatten alles. Vermögen, Glück. Manchmal wurden wir sogar eingeladen zu der feinen Gesellschaft. Das waren Feste. All die schönen Kleider und Frisuren. Oh weia, die labert und labert. Ich mach mal weiter. Wie lange geht denn das jetzt noch? Was war er doch für ein guter Kerl? Gut aussehend, fleißig, ein Kavalier der alten. Ja. Okay. Jetzt hat sich das wiederholt, das wissen wir jetzt. Am liebsten würde ich eine klatschen. Sorry, so eine Gritta da. Schluss jetzt. Wo ist das Gold? Aber ich habe das Gold nicht. Ich bin nur eine arme Witwe. Ha, ja. Ich werde die Summe für dich bezahlen. Nee, das mache ich auf gar keinen Fall. Dann verkaufen wir halt deine Klamotten. Eher mit der Kohle, sonst verpasse ich dir eine. Das würde ich ja ganz gerne machen. Aber dann geben wir ihr noch ein Ultimatum. Dann verkaufen wir halt ein paar von deinen Klamotten. Du hast doch bestimmt noch einen Haufen Zeug im Schrank. Untersteh dich, du Rüpel. Ist ja schon gut.
Hier ist das Gold. Na also, geht doch. Verlasse jetzt bitte mein Haus. Ja, mache ich, nachdem ich dir eine geklatscht habe. Was willst du noch? Du hast mein Gold. Geh. Kann es sein, dass die Texturen besser aussehen, also die Gesichter? Ich habe das Gefühl, dass die Gesichter irgendwie geändert worden sind. Von mir erfährt oh, Matthäus allerlei. Dann werden wir ihm mal berichten, dass wir das Gold haben für ihn. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Hier hast du deine 100 Goldstücke. Und? Hat sie Probleme gemacht? Keine nennenswerten. Gut, damit hast du deinen Teil der Abmachung gehalten. Perfekt. Dann mal fragen, bei wem ich so als Lehrling anfangen kann. Bei wem könnte ich denn als Lehrling anfangen? Im Grunde bei jedem der Meister hier an der Hauptstraße. Da wäre Harad, der Schmied, Bosper, der Bogner, Torben, der Tischler oder Konstantino, der Alchemist. Irgendwer wird dich schon nehmen. Aber es ist wichtig, dass die anderen Meister zustimmen. Das ist seit jeher Brauch hier in Korinis. Wird sich das jemals ändern? Hilf mir, bei einem der Meister als Lehrling aufgenommen zu werden. Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich an meinen Teil der Abmachung halten. Die anderen Meister werden von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Ja, danke, Matteo. Fragen wir nochmal, ob es einen anderen Weg gibt. Gibt es noch einen anderen Weg, ins obere Viertel zu kommen? Vielleicht. Wenn mir was einfällt, lasse ich es dich wissen. Auch gut. Fragen? Warum nimmst du mich nicht als Lehrling auf? Würde ich. Aber die anderen Meister würden nicht zustimmen. Ich habe nämlich erst kürzlich einen anderen Lehrling aufgenommen. Ach, so ist das. Wie bekomme ich die Zustimmung der anderen Meister? Du musst sie einfach von dir überzeugen. Geh hin und rede mit ihnen. Aber wenn mehr als einer von ihnen gegen dich ist, hast du keine Chance. Also benimm dich. Das werde ich machen. Ja, mit der Lederrüstung weiß ich noch nicht so genau. Ich habe zwar Gold, 300. Ich mache es. Ich mache es, weil ich kann ja jetzt Schlösser knacken. Und ich möchte die Lederrüstung kaufen. Du wirst sie lieben. Ja. Und dann kann ich das Geld eh wieder reinholen. Durch das Schlösser knacken. Jetzt werden wir die Lederrüstung mal anziehen. Hoffentlich passt sie mir auch. Ja, die passt mir wunderbar. Sitzt wie angegossen, ne? Abspeichern. Ja. Erzähl dir doch nichts Neues. Übrigens, hier gibt es auch noch einen Rucksack, den ich schon geleert habe. Ich kann das nicht glauben. Und Matteo hat ja uns erzählt, dass seine Waren einfach beschlagnahmt worden sind. Warum und zwar, die sind hier hinter dieser Wache sozusagen, na wie soll ich sagen, also verbarrikadiert. Also der Typi hier, der, ja, der lässt ja keinen ran. Halt! Das Warenlager darf nicht betreten werden! Warum darf das Lager nicht betreten werden? Der ehrenwerte Lord Hagen hat die Ware für die Armee des Königs beschlagnahmt. Ja. Das ist doch alles das hörst du schlecht? Ja. Ein Schritt weiter und ich hack dich in Stücke. Davon muss man sofort zurücktreten, sonst kommt wieder diese Konversation. Da kannst du eh nichts dran ändern. Jetzt muss ich überlegen, wie wir da rankommen. Ich bin der Meinung, dass wir bei Zuris eine Spruchrolle kaufen. Wirklich? Zeig mir deine Ware. Das ist ja interessant. Die da heißt... Er redet einfach zu viel. Die da heißt, die gar nicht da ist. Doch, hier ist sie. Oh, da hat er nur eine. Das ist mal wieder typisch. Kostet 100. Na gut, das kann ich mir noch leisten. Und das wird so, viel und da muss das sitzen. Also zurück zur Stadtwache, die da die und Kisten bewacht. Schlaf, Stadtwache, schlaf. Und rein. Erstmal die Truhe knacken. Jawoll. So, ich werde nicht hier großartig gucken, was drin ist, sondern einfach schnell looten. Die Truhe hat kein Schloss. Oh, ein paar Sachen gibt es hier auch. Na, gucken wir gleich mal nach, weil ich habe irgendwas wie eine Bürgerkleidung eben auf die Schnelle gesehen. Hier, Wacholder. So. Hier noch irgendwas in der Ecke.
gibt es nichts. Oh, es erwacht, sieht mich aber nicht. Das ist jetzt lustigst. Schleichen kann ich noch nicht. Oh weia. Das hat er doch vorher gewusst. Ah, vielleicht klappt das. Das ist doch lange bekannt. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Ja, es klappt. Und jump. Halt! Das Warenlager darf nicht betreten werden. Ja, ich weiß. Da kannst du hier nichts dran ändern. Was ein Dummbeutel. Ich bin gerade runtergesprungen. Okay, haben wir es geschafft. Sehr gut. Ach, ich habe noch gar nicht mit dem Paladin gesprochen, dem Lothar. Weil ich ja auf andere Art und Weise in die Stadt gekommen bin. Das werde ich jetzt machen. Hallo Lothar. Ich kann das nicht glauben. Aha. Ich habe eine wichtige Nachricht in Anführung der Paladine. Ich habe eine wichtige Nachricht für den Anführer der Paladine. Der ehrenwerte Lord Hagen ist für niemanden zu sprechen. Für alle Fragen des gemeinen Volkes ist Lord Andre, der Kommandant der Stadtwache, zuständig. Das war doch klar. Ja, ja. Ich bin gekommen, um das Auge Innos zu holen. Gut, erkläre mir die Regeln der Stadt. Wo kann ich hier übernachten? Gut, okay. Frage ich erstmal nicht. Erkläre mir die Regeln der Stadt. Erstens, der ehrenwerte Paladin Lord Hagen residiert zusammen mit seiner Truppe im oberen Viertel. Ach nee. Deswegen ist der Zutritt zum oberen Viertel nur ehrenwerten Bürgern gestattet. Wir können nur abwarten. Zweitens, das Rathaus im oberen Viertel dient als Kommandoposten der Paladine. Dort haben nur die Paladine selbst und Angehörige der Miliz Zugang. Und drittens, wer eines Verbrechens angeklagt ist, muss sich beim Kommandanten der Miliz dafür rechtfertigen. Noch Fragen? Ja. Das ist eine. Und beim gerechten Sache. Urteil gibt's Freibier oder was? Davon weiß ich nicht. Wie werde ich Bürger der Stadt? Naja, das ist. Wie werde ich Bürger der Stadt? Die gleiche nur Geschichte. Wer hier einer ordentlichen Arbeit nachgeht, genau, wird als Bürger der Stadt angesehen. Aber denk nur nicht, dass du bei Lord Hagen vorgelassen wirst, nur weil du Bürger der Stadt bist. Als Bürger hast du Zugang zum oberen Viertel. Ja, mehr nicht. Hören. Nur als Angehöriger der Miliz hast du Zugang zum Rathaus. Mhm, interessant. Ich hab mir das, wenn ich gildenlos spiele? Ich bin gekommen, das Auge Innos zu holen. Das heilige Auge Innos? Woher weißt du davon? Du bist kein Angehöriger des Ordens. Ein Magier hat mir davon erzählt. Ich weiß nicht, was seine Beweggründe waren, dir eines der Geheimnisse unseres Ordens anzuvertrauen. Aber er hatte sicherlich nicht im Sinn, dass du es in die Finger bekommst. Aber ich will nichts mehr davon hören. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Oh, oh. Hilfe, Hilfe. Noch mehr Ärger, naja, kann ich nicht. Wo finde ich, wo Arbeit? Finde ich Arbeit? Du wirst dich bei einem der Handwerksmeister hier in der Unterstadt als Lehrling bewerben müssen. Ja. Sobald einer der Meister dich aufnimmt, bist du Bürger der Stadt. Ja. Allerdings müssen dafür auch die anderen Meister zustimmen. Kennen wir, wissen wir. Wenn du auf die Idee kommen solltest, im Hafenviertel nach Arbeit zu suchen, vergiss es. Da wohnt nur der Abschaum der Stadt. Geh bloß nicht dorthin, du würdest es bereuen. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Soll ich ihm sagen, dass die Stadt von Drachen bedroht wird? Er wird mich doch für bekloppt erklären. Die Probleme habe ich kommen sehen. Na, das werden wir doch mal eben machen. Das wundert mich. Hör zu. Nicht. Die Stadt wird von Drachen bedroht. Das darf davon doch nicht wahr sein. Schon wieder so ein Spinner. Wir haben schon genug Unruhe in der Stadt. Auch ohne, dass hier irgendwelche Schwachköpfe den Leuten mit Märchen über Drachenangst machen. Den letzten, der hier was von Drachen erzählt hat, habe ich direkt eingebuchtet und mit dem Gefangenentransport ins Minental geschickt. Also hüte deine Zunge. Wir können hier niemanden gebrauchen, der Panik unter den Leuten verbreitet. Oh, 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 oh. Ja. Hier hat schon jemand von den Drachen berichtet? Ja, der Kerl hieß Diego, glaube ich jedenfalls. Ich hatte ihn gewarnt, genau wie dich. Aber der Spinner wollte einfach nicht aufhören, mir auf den Geist zu gehen. Ich kann das nicht, unser alter Freund Diego. Haben wir gesehen anhand des Nostalgie-Bonus. Ja, okay. Dann gehen wir mal ich weiter. Über die Finger. Wenn mir noch einmal zu Ohren kommt, dass du den Leuten hier was von Drachen erzählst, bekommst du mächtigen Ärger mit mir. Klar? Ja, Lothar. Ist klar. Oh, mein Ergebener. Paladin. Schauen wir mal auch ins Logbuch, was es da noch zu erledigen gibt. Joe.
Hakon, ein Händler in Korinnes, behauptet, dass ein Mann namens Joe einfach spurlos verschwunden ist. Dieser Joe wusste angeblich, wie man einen der Stadttürme, in denen die Miliz ihre Waffen aufbewahren, hineinkäme. Ja, das hört sich doch gut an. Gut, die Vermissten, wo sind die vermissten Leute? Dreister Dieb, genau, richtig, das war ja der Rengaro. Ich glaube, dem muss ich trotzdem einen auf die Fresse geben. Sorry, meine Kraftausdrücke. Dem muss ich wirklich noch einen auf die Nuss geben, den Rengaru. Von selbst ist er nicht. Weil er hat mir jetzt 50 Goldstücke für, war das Hakon, der eine Händler, gegeben. Und ich habe ihn aber allerdings nicht verpfiffen. Dann wollen wir mal gucken, wo er sich aufhält. Entweder ist er oben oder an seinem Bäumchen. Gucken wir erstmal hier. Da hinten irgendwo stehen tut. Ja, da steht er. Aber den kann ich ja noch nicht irgendwie eine auf die Nuss knallen. Hey, du. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Na, geht's dir gut? Was willst du denn noch? Ja, kennen wir. Er muss irgendeine Tageszeit haben, wo er an seinem Baum ist. Dann machen wir ihn fertig. Sarah, grüß dich. Ah, da bist du ja wieder. Kanta wollte dich reinlegen. Und sich deinen Stand unter den Nagel reißen. Aber ich habe ihn der Stadtwache übergeben. Da hast du dich mit einem gefährlichen Mann angelegt. Ich kenne den Mistkerl schon lange. Er war schon immer auf meinen Platz scharf. Nimm diese Waffe als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ach, erzähl mir nicht sowas. Ein Piratensäbel. Apropos Waffen. Ich hatte ja eben die Truhen ausgeraubt. Jetzt gucken wir mal, was wir eigentlich anlegen können. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Na, bis auf den Nagelknüppel. Dann habe ich noch was gesehen. Und zwar eine Bürgerkleidung, die wir aus einem der Truhen genommen haben. Mal gucken. Ich gehe mal ein bisschen hier in die Perspektive. Kann man besser sehen. Bürgerkleidung 3, Schutz vor Waffen 10. Ja, ist nicht so viel. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Sonst noch was Besonderes? Ein bisschen Futterkram. Okay, bis hierhin. Dann würde ich mal sagen, ich will den Rengaro noch irgendwie alles Fund aufs Maul hauen. Gehen wir kurz übernachten bei der Hanna und versuchen mal bis zum nächsten Abend schlafen, bis Mitternacht schlafen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Zeit. Dann gehen wir zu diesem besagten Platz, wo Rengaro hingeflüchtet ist. Als wir ihn erwischt haben, in Flagranti, Opanti. Ich hoffe, dass er da steht. Hallo? Oder liegt? Nee, ich sehe nichts. Hier ist keiner. So ein Mist. Ein Mist. Ja, ich bin schon wieder etwas über die Zeit, glaube ich. Wir werden in der nächsten Folge, in der Folge 10, den Rengaro mal zur Rede stellen oder noch einen nocken, um ja, ein bisschen weiterzukommen hier. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Aktiviert die Glocke, schreibt Kommentare und gebt mir einen Daumen. Und während hier alles so verlassen ist, wünsche ich euch, je nachdem, wann ihr zugeschaut habt, eine gute Nacht oder einen guten Tag. Tschüss!